Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um das Energieeffizienzgesetz. Es ist noch nicht in Kraft getreten, keine Sorge, aber es war schon zur ersten Lesung im Bundestag und wir kennen das ja von den anderen Videos, wo wir uns mit solchen Gesetzen auseinandergesetzt haben, dass das einmal aufgerufen wird, ne? Erste parlamentarische Diskussion, diverse Meinungen, dann geht es in die Ausschüsse. Und dann kommt die zweite, dritte Beratung oder Lesung, wo dann der eigentliche Beschluss des Gesetzes durch das Parlament kommen würde, dann vielleicht nochmal in den Bundesrat und dann eben im Gesetzblatt veröffentlicht und dann auch in Kraft getreten. Das wird also demnächst auch noch passieren. Das Energieeffizienzgesetz soll jetzt praktisch den großen Wurf machen, diese ganzen Themen der Einsparungen, der Energieeffizienz, des Energiemanagements und so weiter in einer runden Sache abzubilden. Wir kennen ja durchaus schon aus der Vergangenheit Regelungen, Gesetze, Verordnungen, die sich genau damit beschäftigt haben, zum Beispiel das Energieeinsparungsgesetz ENEG, das schon seit, ich glaube, 2005 in Kraft war und dann noch, nee, halt, Moment, ist schon viel länger, das ist aus der Ölkrise noch und wurde 2005 einmal geupdatet. Na, ich glaube, das kommt aus den 70er Jahren sogar ursprünglich. Wurde dann nochmal geupdatet und dann sind wir das losgeworden zusammen mit der Energieeinsparungsverordnung und dem Erneuerbaren Energien-Wärmegesetz durch das GEG, das Gebäudeenergiegesetz, was so das nächste große Standbein ist rund um Energieeffizienzthemen. Naja, und jedenfalls soll jetzt das Energieeffizienzgesetz uns nochmal zeigen, wie wir diese Themen der Einsparung genau angehen wollen über die nächsten Jahre, weil dieses Einsparen, wie ich schon erwähnt habe, diese zweite große Säule der Energiewende ist. Es geht immer darum, erneuerbare Energien aufzubauen, erste Säule. Unnötige Verbräuche einzusparen, zweite Säule, ne, Energieeffizienz. Und dann natürlich sowas wie die Sektorkopplung, also die Elektrifizierung der anderen Bereiche wie Wärme und Verkehr, damit wir erneuerbaren Strom einsetzen können. Und mittlerweile sicherlich auch die Digitalisierung als, ne, Aufeinanderabstimmung der ganzen Themen. Und da merken wir natürlich schon, dass die Energieeffizienz, ne, in diesem Vier-Säulen-Prinzip, was ich jetzt so aufgeführt habe, schon eine extrem große Rolle spielt, weil, ne, unnötige Verbräuche einsparen ist natürlich super, weil das, was wir nicht verbrauchen, müssen wir gar nicht erst irgendwie schön erneuerbar zur Verfügung stellen. Also ist es nicht uninteressant, dass wir uns damit beschäftigen, was das Energieeffizienzgesetz so aussagt. Das war jetzt, wie gesagt, am 25. Mai im Bundestag und ist an den Ausschuss für Klimaschutz und Energie überwiesen worden. Wer sich damit grob beschäftigen will, kann sich hier diesen Artikel durchlesen auf bundestag.de. Wir verlinken das natürlich. Und ansonsten, wie immer, kann man hier auf die Stellen gehen, wo das Dokument selbst verlinkt ist. Da können wir auch einmal draufklicken. Juhu, schon sind wir da. 86 Seiten. Wichtig wie immer, es gibt so eine Art, ne, Einführung. Dann wird eben darüber geredet, was es bedeutet, dieses Gesetz einzuführen, was das für Kosten bringt, für wen überhaupt und ob es Alternativen gibt, etc. Und dann kommt der eigentliche Gesetzestext. Der wäre dann hier ab Seite 6 zu sehen, ne? Entwurf eines Gesetzes zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Änderung des Energiedienstleistungsgesetzes. Und das ist ein Artikelgesetz, wie wir sehen können. Artikelgesetze, das haben wir auch ja immer wieder besprochen, bedeuten, dass pro Artikel so ein Gesetz, eine Verordnung weiter angesprochen wird oder hier geändert wird. Und in diesem Fall haben wir im Artikel 1 das eigentliche Energieeffizienzgesetz, was wir jetzt neu bekommen in diesem Sinne. Und dann können wir einmal runtergehen und würden den Artikel 2 hoffentlich zeitnah finden. Genau. Und das ist dann die Änderung des Gesetzes über Energiedienstleistungen. Das Energiedienstleistungsgesetz, das ist auch irgendwann eingeführt worden in den letzten Jahren. Ich meine, das muss noch so 2010 gewesen sein, kurz bevor ich in die Branche kam. Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen. Also hier sind auch verschiedene Rahmenbedingungen gesteckt. Insbesondere das Energieaudit und der Energieauditor oder die Energieauditorin, die dann also praktisch als Berater das Ganze macht, wie die dazu kommen, ist hier drin auch geregelt. Und ich kann nur ein bisschen runterscrollen, da kommen wir nämlich schon zu Artikel 3. Das ist dann das Inkrafttreten selbst. Also drei Artikel in diesem Artikelgesetz. Uns interessiert der erste Teil als komplette Neueinführung, der zweite Teil als Änderung des Energiedienstleistungsgesetzes und die ganzen restlichen fast 60 Seiten sind wieder so Begründungen der einzelnen Inhalte für die Interessanten, die sich genau mit diesem Themenkomplex natürlich weiter beschäftigen müssen. Weil es nur so knapp ist, fangen wir mal an mit Artikel 2, Thema Energiedienstleistungsgesetz. Hier wird einmal erwähnt, dass in Paragraph 8a das Wort Oktober 2012 durch November 2022 ersetzt werden soll. Da wird Bezug genommen auf eine DIN-Norm. Da können wir ja auch einfach mal
gerade auch reinspringen. Ich ziehe euch das mal hier gerade rein. Das DIN 8a ist dieser Hinweis, ne? Diese DIN N 162471 statt Oktober 2012 Ausgabe, jetzt eben die 22er Ausgabe. Dass man sowas überhaupt in Gesetz reinschreibt, finde ich auch ein bisschen schwierig, weil man muss ja dann jedes Mal bei einer DIN-Änderung eigentlich auch eine Gesetzesänderung anstreben. Ansonsten haben wir dann hier eine Änderung in § 8b, nämlich dass hier einmal ein und gestrichen wird, dann aber ein Punkt durch ein und ersetzt wird. Das können wir dann hier gleich sehen bei den Anforderungen an den Energieauditor. Hier war bisher das und, das wird gestrichen und dieser Punkt wird durch ein und ersetzt. Und dann kommt nämlich hier ein neuer Nummer 4, eine neue Nummer 4. Also hier hatten wir praktisch die ersten drei Herausforderungen oder Anforderungen, die ein potenzieller Energieauditor, eine Energieauditorin haben sollte, ne? Hochschulstudium oder ähnliches, praxisbezogene Kenntnisse über Energieberatung und dann eben erforderliche Fachkenntnisse für das Energieaudit selbst. Und dann viertens neu, die Teilnahme an einer vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA, anerkannten Weiterbildung im Umfang von 80 Unterrichtseinheiten. Also mit diesem Gesetz, was demnächst beschlossen wird, wird im Energiedienstleistungsgesetz eingeführt, dass ein Energieauditor, eine Energieauditorin auf jeden Fall an einer anerkannten Weiterbildung von mindestens 80 Unterrichtseinheiten teilgenommen haben muss, um Energieaudits durchführen zu können. Und ansonsten wird ein bisschen geändert die Verordnungsermächtigung, wo dann nochmal geregelt wird, dass eben jetzt das nicht mehr altbenannte Wirtschafts- und Energieministerium, sondern das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium jetzt nicht mehr zusammen mit dem Umweltministerium, ja, das ist hier rausgeflogen, sondern nur noch zusammen mit dem Bundesrat nähere Einzelheiten regeln kann zu den Weiterbildungen und zu den weiteren Themen der Nachweisführung zum Beispiel, also wie der Bericht über das Energieaudit zu schreiben ist und die Anforderungen an den Auditor selbst. Das war vorher einfach ein bisschen anders formuliert, ne? Auch hier Anforderungen an Audit, durchführende Person, Freistellung zur Durchführung und Nachweisführung, das ist jetzt ein bisschen anders formuliert. Das Umweltministerium ist raus und bisher war ohne Zustimmung des Bundesrates, jetzt mit Zustimmung des Bundesrates. Das ist also einfach nur so eine Neuordnung, wie hier weitere Regeln rund um das Audit zu platzieren sind. Also nochmal zusammengefasst, wir haben hier ein paar Änderungen rund um diese Zuständigkeit, kann man sagen, wer hier weiteres regeln kann und vor allem dann die Einführung der 80 Unterrichtseinheiten zur Weiterbildung des Energieauditors oder der Energieauditorin oder Energieberaterin, Energieberater. Dazu der kleine Hinweis, ich werde mich damit in Zukunft auch noch etwas stärker beschäftigen, zusammen mit unseren Partnern der Campus EW, die Campus, mit der arbeite ich jetzt auch schon fast seit Beginn meiner Selbstständigkeit zusammen, sind ein Trainernetzwerk, auch für verschiedene andere Themen. Ne? Wir beliefern praktisch viele verschiedene auch Branchenverbände und Stadtwerkeverbände mit Schulungen zu allen möglichen Themen. Die machen aber auch einen zertifizierten Lehrgang rund um die Energieberatung für Wohngebäude und Nicht-Wohngebäude und so weiter. Ich werde da auch eine Rolle spielen, ich werde so ein paar Themen dabei auch übernehmen. Also wer sich damit beschäftigen will, ich verlinke auch mal hier diese Seite von der Campus und da könnt ihr euch ein bisschen weiter anschauen, was so dahinter steckt. Wo natürlich unter anderem das Gebäudeenergiegesetz, wie vorhin schon mal erwähnt, mit drin steckt, aber eben natürlich jetzt dann auch demnächst das Energieeffizienzgesetz. So, das war jetzt Artikel 2. Artikel 1 ist offensichtlich ein bisschen mehr. Dafür müssen wir wieder zurück auf, ich meine, die Seite 6 war das. Und schlussendlich können wir dann ja auch hier im Inhaltsverzeichnis schon mal reinschauen, was will das Gesetz jetzt, das neue Gesetz, das ENEFC, regeln. Natürlich erstmal so Allgemeines, ne? Worum geht es? Energieeffizienzziele, schon mal sehr interessant. Was wollen wir eigentlich erreichen? Dann jährliche Endenergieeinsparungsverpflichtungen von Bund und Ländern. Anders gesagt, der Bund selbst, aber auch die 16 Bundesländer müssen in ihrem Gebiet eine gewisse Menge Energie, Terawattstunden, pro Jahr praktisch rückbauen im Verbrauchsverhalten, indem eben bestimmte Vorgaben an große Verbraucher, Rechenzentren und so weiter gestellt werden. Also hier die Einsparung der Endenergie selbst, Einsparverpflichtung öffentlicher Stellen, also wie zum Beispiel Verwaltungsgebäude und Co. damit umgehen sollen. Und hier nochmal Aufgaben der Bundesstelle für Energieeffizienz, die sich wahrscheinlich damit genauer beschäftigen sollen. Das ist nicht
Uninteressant, dass also auch hier öffentliche Gebäude, öffentlich-rechtliche Gebäude natürlich mit verpflichtet werden, aber eben auch natürlich die Länder damit so einen Anreiz an ihre örtliche Industrie und Wirtschaft natürlich auch stellen werden. Energie- und Umweltmanagementsysteme und die Umsetzungspläne für Unternehmen. Hier geht es dann ganz konkret darum, wie das einzelne Unternehmen herausfinden soll, wo sie überhaupt stehen, was sie einsparen können und sollen und müssen und wie sie eben auch so einen dauerhaften Verbesserungsprozess dabei einführen können. Na, also die Einrichtung dieser Managementsysteme, die Umsetzungspläne, wie man Endenergie einsparen kann und die Stichprobenkontrolle. Also auch hier wird reingegangen und geprüft, ob das richtig von den Unternehmen dann gemacht wird. Wenn wir jetzt hier gerade schon die Einsparung von Endenergie hatten, ich will nur kurz mal darauf eingehen, weil wir das auch hier öfters mal lesen, Primärenergie und Endenergie. Primärenergie ist das, was wir der Umwelt entnehmen. Endenergie ist das, was bei den Verbrauchern ankommt, abzüglich der Umwandlungs- und Transportverluste. Also wir haben dazwischen praktisch schon mal diese Sekundärenergie, das ist so das Transportmedium selbst, die Stromleitung, die Gaspipeline, der Laster, auf dem die Kohlebriketts transportiert werden oder eben der Zug. Ne? Und Transportverluste wäre dann eben, na, dass die Leitung warm wird, die Stromleitung, und deswegen praktisch nicht alles am Ende ankommt. Na, also dass da praktisch eine Umwandlung stattfindet und Abgabe an die Umwelt. Oder dass eben bei der Umwandlung oder bei irgendwelchen technischen Infrastrukturen Anteile verloren gehen. Oder dass eben die Kohlebriketts vom Laster runterfallen. Ne? Das, was dann beim Verbraucher, beim Ziel ankommt, das ist die Endenergie. Und das soll explizit eingespart werden. Weil wenn wir natürlich vom Ende her denken, ne, von der Endenergie am Kunden denken, dass wir dort einsparen, dann werden wir natürlich mittelfristig auch weniger von der Umwelt entnehmen, als auch der Primärenergieverbrauch wird dann nur runtergehen. So, Abschnitt 4, Energieeffizienz in Rechenzentren. Es wird ja sehr, sehr, sehr viel Fokus auf Rechenzentren gesetzt, was jetzt erstmal nicht falsch ist, weil natürlich in Rechenzentren in großen sehr viel Abwärme zum Beispiel durch die ganze IT-Infrastruktur kommt und diese Abwärme kann sinnvoll genutzt werden durch Nahwärmenetze und Ähnliches, aber vielleicht kann man eben auch schauen, von vornherein weniger Strom zu verbrauchen. Es gibt viele Themen in diesem Kontext der Rechenzentren, die auch nochmal interessant wären. Das gucken wir uns vielleicht sogar mal explizit in Zukunft genauer an. Dann nochmal ein bisschen Wärme. Vermeidung und Verwendung von Abwärme, klimaneutrale Unternehmen und Schlussvorschriften, wo wir schon sehen können, Bußgeld und auch Übergang. Also auch da nochmal interessant reinzuschauen, was muss man eigentlich machen, wenn man sich nicht dran hält und ab wann muss man eigentlich was genau machen. Und dann diverse Anlagen, die dann eben auch für gerade diese Unternehmen relevant sind, weil die hier ihr Berichtswesen dann auch umsetzen müssen und das ist hier in den Anlagen genau ausformuliert. Ja, und dann gucken wir doch einfach mal schnell rein, mal ganz grob drüber gescrollt, ne? Zweck des Gesetzes, wir wollen die Energieeffizienz steigern, wir wollen Primär- und Energieverbrauch reduzieren. Klar, keine Frage, Klimaschutz. Anwendungsbereich, ne? Hier sollen Regelungen rund um Einsparungsverpflichtungen, Energie- und Umweltmanagementsysteme, Audits und so weiter umgesetzt werden. Verschiedene Begriffsbestimmungen, naja, das können wir auch erstmal drüber weiter scrollen. Natürlich nicht uninteressant, dass hier genauer beschrieben wird, was ist denn jetzt das Energieaudit, wie ist das eigentlich zu verstehen, was ist ein Rechenzentrum nach dieser Definition, ne? Also ab welchem Verbrauch wird das hier eigentlich mit besprochen und so weiter. So, und dann haben wir die Energieeffizienzziele. Der Endenergieverbrauch in Deutschland soll im Vergleich zum Jahr 2008 bis 2030 um mindestens 26,5% gesenkt werden auf eben nur noch 1.867 Terawattstunden und dementsprechend der Primärenergieverbrauch auf 2252. Und dann diverse einzelne Regelungen, ne, dass hier praktisch in den weiteren Jahren noch weitere Rückführungen zu sehen sind. Das sind also sehr konkrete Zahlen, die zu konkreten Jahren erreicht werden sollen. Das kann dann natürlich bedeuten, dass man so Jahr für Jahr sich Schritt für Schritt stufenmäßig dorthin bewegt oder in großen Sprüngen dann irgendwann, ne, kurz vor der Not in die Umsetzung kommt. Dann Einsparung von Endenergie. Hier wird also genauer beschrieben, wie das im Rahmen auch von EU-Recht umgesetzt werden soll. Das ist sehr, sehr viel technisches auch Blabla, also ich sag mal rechtstechnisches Blabla mit Verweisen auf EU-Richtlinien und Co. Kann man sich anschauen, wenn man das so will. Einsparverpflichtung öffentlicher Stellen. So, mal grob gesagt, öffentliche Stellen mit einem jährlichen Gesamtenergieverbrauch von einer Gigawattstunde oder mehr sind zur jährlichen Einsparung beim Energieverbrauch in Höhe von 2% pro Jahr bis 2045 verpflichtet. Also
Öffentliche Stellen können Verwaltungsstellen sein, Bundesagenturen, Bundesministerien, Ämter und so weiter. Wenn die so viel verbrauchen im Jahr, müssen die sehr, sehr konkret Jahr für Jahr, Schritt für Schritt runtergehen. Das ist ein gutes Vorbild, klar, aber ich glaube auch viele einzelne Amtsstellen oder öffentliche Stellen sind einfach zu klein dafür. Also das wird die ganz großen Häuser betreffen, kann ich mir gut vorstellen. Aber naja, es sind halt im Großen und Ganzen wahrscheinlich Büros, ne? Verwaltungsstellen, die hier verbrauchen. Und das ist natürlich auch sehr, sehr schnell mit effizienter Belichtung und ähnlichen sehr, sehr ja, verbrauchsarm zu gestalten. Ja, das können wir also, glaube ich, relativ gut überscrollen. Dann die Aufgaben der Bundesstelle, ne? Die der Bundesstelle für Energieeffizienz durch dieses Gesetz oder andere Rechtsvorschriften zugewiesenen in eigenen Aufgaben werden vom BAFA wahrgenommen. Ne? Also beim BAFA, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, sehen wir diese Bundesstelle für Energieeffizienz. Sie soll das Bundesministerium bei der Berechnung und Überwachung von Energieverbrauchszielen unterstützen, bei der Berichterstattung gegenüber der Europäischen Kommission unterstützen. Monitoring der Energieeinsparverpflichtungen, ähnliches wie dass die Bundesnetzagentur von unseren typischen Unternehmen ja immer Berichte bekommt über das eigene Verhalten und Kunden und Smart Meter Einbauten und was auch immer, wird hier diese Stelle der Energieeffizienz regelmäßig Berichte bekommen und dann das auch veröffentlichen als wahrscheinlich Monitoring-Berichte. Und so weiter auch hier, na, Entwicklung, Koordinierung, Umsetzung von Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung. Dass also das alles funktionieren soll. Dafür gibt es dann diese Stelle, diese Energieeffizienzstelle beim Bund, beim BAFA. So, Einrichtung von diesen Energie- und Umweltmanagementsystemen, ne, das kennen wir als diese EMS oder UMEA-Systeme schon eine ganze Weile, auch im Kontext von Energieaudits und dann, wenn man größer wird und nicht mehr das Audit alle 4 Jahre machen musste, muss man so ein dauerhaft laufendes Energiemanagementsystem einführen, als Industrieunternehmen zum Beispiel. Das wird jetzt hier einfach nochmal genauer aufgeführt. Hier wird zum Beispiel, nein, ein Unternehmen, das so ein Umweltmanagementsystem einzurichten hat, muss mindestens Folgendes tun: Erfassung von Zufuhr und Abgabe von Energie, Prozesstemperaturen, abwärmeführende Medien und so weiter. Also, dass man aufführt, wie man selbst mit Energie umgeht in seinen Industrieprozessen zum Beispiel. Und wie man das auch einsparen könnte, insbesondere im Kontext von diesen Normen, mit denen wir uns im der Energieeffizienz beschäftigen können. Umsetzungspläne von Endenergieeinsparmaßnahmen. Jetzt habe ich einmal mein Managementsystem, weiß, was ich so tue. Wie will ich jetzt besser werden? Oder wie will ich jetzt als ein Unternehmen, was verpflichtet ist, dann Energie einzusparen, wie will ich das Jahr für Jahr umsetzen? Also haben wir es ja hier, ne? Diese Managementsysteme, die Energieaudits und dann eben, wie die Maßnahmen umzusetzen sind. Unternehmen sind verpflichtet, die Vollständigkeit und Richtigkeit der Umsetzungspläne und die aufgrund ihrer fehlenden Wirtschaftlichkeit nicht erfassten Energieeinsparmaßnahmen vor der Veröffentlichung durch Zertifizierer, Umweltgutachter oder Energieauditoren bestätigen zu lassen. Also auch hier wichtig, man darf das nicht einfach nur selbst machen, man muss so einen Energieberater, einen Energieauditor reinholen, dass der das unterstützen kann. Stichprobenkontrolle, auch hier wird also das BAFA hier und da mal vorbeikommen und prüfen, ob man sich daran hält. Gerade als Industrieunternehmen, als energieintensives Unternehmen wird man da in Frage kommen, ob man alles richtig macht. Klimaneutrale Rechenzentren, ich habe ja erwähnt, es gibt einen großen Fokus auf Rechenzentren. Nicht uninteressant, natürlich, wie erwähnt, gerade mit der Wärme, aber wir werden auch nochmal sehen, hier ist wahrscheinlich nicht, also hier ist ein Großteil von Rechenzentren, die wir so haben in Deutschland, sind davon nicht betroffen. Schauen wir mal. Rechenzentren, die vor dem 1. Juli 2026 den Betrieb aufnehmen, sind so zu betreiben, dass sie ab dem 1. Juli 2027 eine Energieverbrauchseffektivität von kleiner oder gleich 1,5 haben und ab 2030 kleiner gleich 1,3 haben. Energieverbrauchseffektivität können wir schon so in etwa sehen, als was stecke ich rein, was verbrauche ich, was sind meine Prozesse dazwischen, wie effizient sind die, wie viel Verlust habe ich dabei. So, und dann ein Anteil an wiederverwendeter Energie nach der DINEN von mindestens 10% aufweisen. Ich muss also praktisch die Abwärme nutzen für meine weiteren Prozesse, die ich da so umsetze. Und so weiter. Das bezieht sich dann zum Beispiel auch, ne, Wärmenetze, die sich in der Nähe befinden, Nahwärmenutzung, dass ich also Leitungen dann habe, die meine Restwärme, meine Abwärme meiner
IT-Infrastruktur zum Beispiel zu Nachbargebäuden leiten, damit die ihre Heizung damit umsetzen können. Na, diese Rechenzentren laufen sowieso dauerhaft und dementsprechend können sie auch dauerhaft Wärme liefern. So, das ist natürlich nicht uninteressant, aber wir werden halt sehen, ob es wirklich die meisten Häuser betrifft, dass die Betreiber von Rechenzentren zum Beispiel den Stromverbrauch in ihren Rechenzentren bilanziell ab 24 zu 50% durch ungeförderten erneuerbaren Strom decken müssen und ab 27 zu 100% durch ungeförderten erneuerbaren Strom decken müssen. Ungefördert heißt halt am Ende des Tages zum Beispiel PPA. Dass also ein großer Betreiber von Rechenzentren Direktverträge mit Windparks und Ähnlichem umsetzen muss, um hier eben nachweisbar erneuerbare Energien für seine Versorgung zu nutzen oder zumindest erneuerbare Energien zu bezahlen. Auch hier Energie- und Umweltmanagementsysteme. Es ist relativ offensichtlich, dass man die großen Verbraucher schlussendlich verpflichten möchte, noch umso stärker wie bisher. Einerseits die regelmäßigen Audits zu haben durch externe Auditoren, externe Berater und Beraterinnen. Und ansonsten diese dauerhaft laufenden Managementsysteme natürlich weiter einführen möchte und die deutlich stärker nochmal überprüfen möchte. Wir sehen aber auch schon hier, für Betreiber von Informationstechnik, die im Auftrag öffentlicher Träger betrieben werden, besteht die Pflicht nach Validierung und Zertifizierung ab einer nicht redundanten Nennanschlussleistung der Informationstechnik ab 200 Kilowatt. Also nur eine gewisse Größe des Rechenzentrums ist hier auch dann für alle Themen, die hier beschrieben werden, auch vorgesehen. Auch hier eine Informationspflicht. Die Rechenzentrumsbetreiber müssen hier regelmäßig also über elektronische Vorlagen berichten, was sie so tun, wo sie stehen, wie sie weiter einsparen können. Da gibt es dann auch ein Energieeffizienzregister, wo sie dann praktisch das alles hinterlegen werden. Und auch hier Information und Beratung im Kundenverhältnis bieten Betreiber von Rechenzentren Dienstleistungen für Dritte an. Das tun praktisch alle. So sind die Betreiber ab 24 dazu verpflichtet, den Kunden folgende Informationen transparent darzustellen. Die direkt den Kunden zuzuordnenden Energieverbräuche. Das ist so witzig. Wenn man ein Betreiber ist von so Serverstrukturen und hat dann hunderttausende Kunden, die so kleine Websites darauf betreiben, dann darf der einzelne Kunden sehen, dass er halt dort 2 Kilowattstunden verbraucht. Mega. Ob das sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Abwärme, natürlich ein wichtiges Thema, haben wir im Großen und Ganzen schon mal aufgeführt. Plattform für Abwärme. Unternehmen sind auf Anfrage von Betreibern von Wärmenetzen oder Fernwärmeversorgungsunternehmen und sonstigen potenziellen Unternehmen verpflichtet, Auskunft zu geben über die folgenden Informationen in Bezug auf die im Unternehmen anfallende unmittelbare Abwärme. Name des Unternehmens, Standort, wo Abwärme anfällt, jährliche Wärmemenge, maximale thermische Leistung, zeitliche Verfügbarkeit in Form von Leistungsprofilen über den Jahresverlauf. Regelung von Temperatur, Druck und Einspeisung, durchschnittliches Temperaturniveau. Es wird darauf hinauslaufen, dass man also als ein Unternehmen, was hier auf jeden Fall viele, also was industriell oder rechenzentrumsmäßig sehr viel Verbrauch hat und deswegen auch viel Wärme natürlich anfällt, dass die also gewissermaßen einen sehr guten Überblick darüber haben müssen, wie diese Abwärme anfällt und wie sie sie zur Verfügung stellen können für potenzielle Betreiber von Wärmenetzen zum Beispiel. Okay. Klimaneutrales Unternehmen, auch hier entlang des Ziels des Klimaschutzes und der Energieeinsparung, dass das einzelne Unternehmen nachweisen kann, wo es praktisch steht, ne? Und dann eben auch eine Anerkennung bekommen kann, Anerkennung klimaneutrales Unternehmen, wie das zu regeln ist über die öffentlich-rechtlichen Stellen. Bußgeldvorschriften nochmal wichtig vielleicht, damit man weiß, was man tun muss, wenn man sich nicht dran hält. Die Ordnungswidrigkeit kann in Fällen des Absatzes mit einer Geldbuße bis zu 100.000 Euro und in den übrigen Fällen mit bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Wenn ich mich also nicht dran halte, das ordentlich zu machen, bis zu 100.000 Euro pro Ordnungswidrigkeit. Und das Ganze prüft das BAFA. So, Übergangsvorschrift. Betreiber von Rechenzentren haben die Information zum Beispiel hier, ab 500 Kilowatt spätestens vom 15. Mai 2024 zu übermitteln, ab 200 Kilowatt spätestens 1. Juli 2025. Also ein Jahr später. Betreiber von Informationstechnik sind für das Jahr 23 verpflichtet, dem Bund Informationen nach, haben wir vorhin gelesen, bis zum 31. März 24 bereitzustellen. Dafür die elektronische Vorlage, die wir am Anhang finden. Also der definierte Betreiber von Informationstechnik nach diesem Gesetz muss für dieses Jahr schon berichten bis März nächsten Jahres. Und ansonsten sind Unternehmen verpflichtet, die Informationen
die hier beschrieben waren, bis 1. Januar 2024 zu übermitteln. Okay. Das ist bald. Und natürlich nochmal der Ausschluss, nicht uninteressant. Verfassungsschutzbehörden, militärischer Abschirmdienst, Bundesnachrichtendienst, Streitkräfte für Verteidigungszwecke und kerntechnische Anlagen mit friedlicher Nutzung sind hier erstmal ausgenommen. Das Verteidigungsministerium muss aber zumindest den Energieverbrauch der Verteidigungsanlagen in aggregierter und anonymisierter Form an das Wirtschaftsministerium übertragen. Und das ist es dann auch schon. Das ist der aktuelle Stand dieses Gesetzes. Danach haben wir halt nochmal diverse Anlagen, in denen zum Beispiel beschrieben wird, wie die einzelnen Länder jetzt ihre Energie einzusparen haben. Da sehen wir, dass natürlich Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen, gefolgt von Hessen, sehr weit vorne stehen, relativ großen Anteil haben in den Endenergieeinsparungen über die Jahre hinweg, um dann eben in Summe auf 5 Terawattstunden zu kommen bis 2030. Und dann hier nochmal Infos zu diesen Energie- und Umweltmanagementsystemen, ne, die 50001 ISO oder auch das EMAS, was dieses Umweltmanagementsystem ist. Das habe ich vorhin gemeint. Und ansonsten hier die Informationen von Betreibern von Rechenzentren, das ist dann eben anzugeben, diese Liste praktisch. Und auch hier die Informationstechnikbetreiber, ne, IT-Leistung, Stromverbrauch, jährlicher Mittelwert der installierten zentralen Verarbeitungseinheiten, CPU in Prozent. Naja, wenn Behörden über IT-Technik sprechen, ist auch immer wieder sehr, sehr, sehr witzig. Und dann kommen wir, wie gesagt, wieder zum Energiedienstleistungsgesetz, was wir uns vorhin schon angeschaut haben. Das ist jetzt an vielen Stellen durchaus sinnvoll, was hier beschrieben wird, aber auch manchmal so ein bisschen skurril. Wer sich damit weiter beschäftigen will, sollte hier dann einfach in diese restlichen 58 Seiten Begründungen reinschauen. Da wird wirklich Punkt für Punkt erklärt, was man damit bezwecken will und wie das Ganze zu sehen ist. Kann man machen. Wie erwähnt, das Ganze ist jetzt erstmal überwiesen an den Klimaschutz- und Energieausschuss. Der wird drüber sprechen und wird das Ganze dann irgendwann mit wahrscheinlich auch so ein paar Änderungswünschen zurücküberweisen an den Bundestag selbst, an das Parlament. Und dann gibt es vielleicht auch noch vor der Sommerpause, ich weiß es gar nicht, wann die richtig losgeht, den Beschluss über das Energieeffizienzgesetz. Naja, okay. Nicht schlecht. Das ist schon wieder ein großer Wurf, der natürlich auch im Kontext der Energiewende und des Klimaschutzes wichtig ist. Wir werden aber sehen, ob die Voraussetzungen, die jetzt hier schon beschrieben sind, wirklich so sinnvoll und umsetzbar sind. Also natürlich Industrieunternehmen, energieintensive Unternehmen, auch Rechenzentren sind genau die sehr, sehr viel auch einsparen könnten, ganz klar. Aber ob es immer diese Abgrenzung, ab wann man für was verpflichtend tätig werden muss, sinnvoll sind, das werden wir noch sehen, hoffentlich mit den Gesprächen, die jetzt im Ausschuss und Co. kommen, wo sicherlich dann auch die Verbände sich dazu äußern werden und wir am Ende ein Feedback aus der Öffentlichkeit haben, was hier vielleicht nochmal verbessert werden müsste. Okay, habt ihr vielleicht auch Selbstmeinungen dazu? Gerne unten in die Kommentare schreiben. Habt ihr zum Beispiel großes Interesse daran, euch rund um diese Energieberatung, Energieauditing und so weiter zu beschäftigen? Dann schaut mal vorbei bei der Campus LW. Ich verlinke das unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten wie immer, liked das Video und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos hier nicht verpasst bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Carsten Eckert.